Aber ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Ja, hier sind wir richtig. Glaube ich. Hier war doch. Ja, schön! Ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen! Nee, falsch, falsch, falsch. Oh, ich sehe nichts. Guck mal, das ist es nämlich. Weißt du, wir haben gerade. Wo bist du? Die hat uns gleich. Auch nicht. Wir sind zu weit gelaufen. Glaube ich. Toll, jetzt habe ich ihn noch mehr verlaufen. Also kommt immer näher, glaube ich, immer wenn er. Da bist du. Das ist das Gemeine, weil ich glaube, wir waren gerade schon auf dem richtigen Weg und trotzdem haben wir da nichts von. Ich glaube, die ist immer entweder taucht sie irgendwo random irgendwie auf oder weiß ich nicht, sie ist die ganze Zeit in dem Haus. Und man hört sie auch nicht die ganze Zeit schreien. Was haben wir hier eigentlich? Das, ach, guck mal, hier ist noch was zum Lesen. Slowly since the disappearance of two workers, the workers are terrified and many have fled. Ja, die Arbeiten kommen wo, kommen halt wohl, die kommen halt sehr, sehr langsam voran, weil wo irgendwie zwei Arbeiter sind, glaube ich, verschwunden. I regret to call off the work. Also ich habe bis jetzt davon abgesehen, die call off the work, die Arbeit abzublasen, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das richtig übersetzt, wahrscheinlich eher nicht. It is possible for us to continue in such circumstances. It is not a question of simple legends. This place is really cursed. Also dieser Platz, also dieses Haus ist wirklich verflucht und es ist halt unmöglich hier zu arbeiten unter solchen Umständen, denke ich mal. So ist es, kann man das übersetzen. If I have any advice to give you, was? If I have any advice to give you, sir, it is to leave this house as soon as possible. Also wenn man halt uns einen Tipp geben kann, dann das Haus so schnell wie möglich zu verlassen. Es ist nicht der Platz, wo man halt leben kann. Okay. Das haben wir auch rausgefunden. So. So, da ist das Safe-Raum. Scheint jetzt irgendwo hinter uns zu sein. Jetzt fangen wir wieder an, irgendwo rumzusuchen. Immer noch der falsche Raum. Wir waren gerade auf einem guten Weg. Wir waren echt gerade auf einem guten Weg. Das ist, war immer noch der rechte Raum. Das war der rechte Raum. Wir müssen eigentlich da hinten rein. Was mag ich an Spielen nicht, wenn das man dreiviertel Jahr erstmal rumsuchen muss. Das mag ich nicht. Ich meine, gut, der Raum oder beziehungsweise das Haus ist jetzt
Wenn man sich das jetzt wirklich merken könnte, wäre es jetzt nicht so wirklich schwierig, aber. Was ist denn das hier? Was? Ach, guck mal an, da ist das. Mal gucken, ob wir es irgendwie uns mal irgendwie mal einen Pfad merken können oder was, weil ich habe so das Gefühl, dass wir nachher, dass sie uns wieder jagen wird. So, da ist der. Da müssen wir hier durch den Flur. Also rechts. Rechts, rechts. Durchlaufen, rechts. Ach, das kriegen wir wieder nicht gebacken. Ach nee, das war doch wieder. Nee, da ging's doch rein. War das nicht der Raum? Ja. Ich lass mal die Tür auf, die geht sowieso von alleine zu, wenn es dringend wird. Jetzt geht die Lampe auf einmal an, oder was? So, nochmal. 0, 6, 4, 9. So. Wrong Code? Achso, kann das sein? Moment. Finde ich aber ganz cool. Finde ich aber an sich ganz cool, dass es immer so ein bisschen random ist. So. Jetzt verziehen wir uns mal. Null ist sicherlich nicht der Code für da hinten, oder? Das würde ich mich lachen, wenn es so wäre. 9, 9. Nein. Wrong Code. Okay, warte mal. Nein. 0 war schon richtig. Versuchen wir den Code von vorhin. Wird er auch nicht sein, aber ich kann es ja mal probieren. Probieren geht über studieren. So, Wrong Code. Natürlich. Ist klar. So, ich möchte jetzt ganz gerne erstmal speichern. So, zurücklaufen. Ich habe so das Gefühl, dass man, wenn man einfach zu lange wartet oder zu lange inaktiv ist. Dass man dann der gekniffene ist. So, hier müssen wir gleich rechts rum, ne? Ich würde mich ganz gerne einmal speichern, damit wir zumindest den Schlüssel safen. Nein, falsch, 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 falsch. Ah, toll, jetzt haben wir uns wieder. Ne, da geht's, glaube ich, runter. Na ja. Sieht ja auch alles immer so gleich aus, dass man nicht immer gleich weiß, alles klar, da bin ich jetzt. So. So, erstmal den Taurus Key mal gesaved. So. Ich gucke gerade auf die Uhr. Weißt du, wir haben 1 Stunde, 20 Minuten haben wir gebraucht, um den dritten Schlüssel zu finden. 1 Stunde, 20 Minuten. Also ich werde mal gar nicht ganz kurz verschwinden. Weil ihr seht ja selber. Oh, ich bin so. Aber ist auch wie gemein. Ne? Haben wir gerade den dritten Schlüssel in der Hand gehabt und zack, kommt dann gleich die Tante von hinten. Ich habe die aber auch nirgends gesehen. Ich habe mich ja um die eigene Achse gedreht. Die waren nirgends zu sehen. Vielleicht war sie auch über uns. Vielleicht haben wir sie so nicht gesehen. Keine Ahnung, aber das wäre echt gemein. Es ist nur die Frage, ob sie wirklich random spawnt, so was weiß ich so, keine Ahnung, alle 5, 6 Minuten. Na, das wäre, glaube ich, mir schon viel. Oder wenn man bei Inaktivität oder wenn man halt zu lange halt rumdoktert, dass sie dann automatisch spawnt. Das weiß ich natürlich nicht. Ist natürlich sehr gemein. Ich glaube, das haben sie auch mitgemacht, damit man gerade sich so dann im Haus
so ein bisschen verläuft. Gut, ich würde sagen, wir machen nochmal ein kleines Päuschen. 2, 3 Minuten wieder. Und dann bin ich gleich wieder für euch da und dann sehen wir zu, dass wir mit dem dritten Schlüssel, dass wir uns da noch mehr verlaufen als vorher. Also, bis gleich. Okay, dann sehen wir mal zu, dass wir mit dem Taucherschlüssel jetzt mal ein bisschen in Gang kommen. danke, Plane. So, Inspection. So, wir haben jetzt drei Schlüssel. Wir haben einmal den Scorpio-Schlüssel, wir haben den Taurus-Schlüssel. Ja, das ist der hier. Und dann haben wir nochmal diesen. Ah, ne, das war der Taurus-Schlüssel. Das andere war der Ares-Key, ne? Oder wie hieß der noch? Ares-Key, genau. Das ist Ares-Key. Okay. Okay. So, schauen wir mal, wo wir den Schlüssel wieder einsetzen können. Was unlocked. Also von diesen Taurus-Türen gab es, glaube ich, ein bisschen mehr. Also ich glaube drei an der Zahl, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Jumpscare incoming. Was? Nee, nein. Nein, ich will die Tücher. Nein. Ich will die Tücher da nicht runterziehen. Oh, das kann doch nur. Oh, Mann. Moin. What's that? Das ist die Eins. Okay. So, wir haben die vierte Ziffer. Also, Scheiße. Ich sag nur Jumpscan coming. Ich wusste es doch. Ach so, nee, wir müssen das ja aufschreiben. Das ist ja wichtig. Ich denke mal, sonst wird das Spiel nachher nicht freigegeben. Na, hier auch noch einer. Komm, hier noch ein Jumpscare. Hier auch noch einer. Komm, Jumpscare. Ein Jumpscare brauchen wir noch. Ein Jumpscare brauchen wir noch. Komm, einen noch. Eins, schönen guten Tag. Komm mal, ein Jumpscare muss da noch sein. Einer muss da noch. Einer muss noch rein. Ah. Okay. Das war tatsächlich der einzige Jumpscare. Es reicht ja auch der eine. Ich frage mich sowieso immer. Ne? Das ist immer so bei. Es ist natürlich sehr sachlich. Aber zum Beispiel so wie gerade eben. Ne? Du hast dann hier halt einen Geist, der sich halt ein bisschen versteckt. Dass ein Geist das vielleicht toll finden, jemanden zu erschrecken. Okay, finde ich auch noch in Ordnung. Aber warum? Ich meine, Geister sind, zumindest wie der Geist gerade eben, die sind sowieso schon gruselig. Also. Oder wenn das, sage ich mal, gepeinigte Seelen sind, sagen wir es mal so. Weil das sind ja auch. Es werden wahrscheinlich größtenteils halt einfach auch die Opfer dieses Sektenkultes sein. Und da frage ich mich, wenn das jetzt gepeinigte Seelen sind, warum kommt nicht so ein Geist und sagt, pass mal auf, ich helfe dir dabei, den Dämonen zu zerstören oder zu besiegen, weil dann wird meine Seele vielleicht dann irgendwann freigelassen. Ja, du was anlockt. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist, ne, das ist, na gut. Mal alles sehr. Ach, guck mal, hier sind wir jetzt. Ah, dann waren das doch drei Türen. Dann bin ich ja gar nicht mal so verkehrt gewesen. Batterie. Ich sag ja, uns werden wahrscheinlich nachher die Batterien ausgehen. So, pass mal auf, ich glaube, ich werde das mal speichern. Denn das ist sowieso noch auf derselben Ecke, dann können wir da auch noch ein bisschen speichern. Immer versuchen, wenn wir wissen, dass irgendwo ein Safe-Raum in der Nähe ist, einfach mal hinlatschen, weil. Naja, ihr wisst ja selber. Speichern, speichern, speichern.
So, hier erstmal zumachen, nicht, dass er uns gleich von hinten, die Mutti gleich überrascht hier. So, dann haben wir nämlich das gleich gespeichert, die Zahl gesichert. So müssen wir das nicht gleich nochmal alles machen. Weil ich bin schon immer froh, dass wir diverse Räume mehr finden und nicht, wenn wir die Möglichkeit haben, nach jedem Arbeitsstep hier so ein bisschen was zu bewegen und zu speichern und zu safen. Ich glaube, dann sollten wir das auf jeden Fall nutzen. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal sehen, da gab es ja auch noch andere Türen mit der Aufschrift, meine ich. So, jetzt gehen wir den Weg quasi wieder zurück. Also brauchen wir da eigentlich gar nicht lang gehen. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lang. Das bringt uns nichts. Weil da kommen wir wiederum zu dem Raum mit dem Schloss. Raum mit dem Schloss. Oder besser gesagt, Tür mit dem Schloss. So, Safe-Raum. Ich laufe mal wieder in den Safe-Raum. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Wo kommt die Nase denn? Wenn ich den Ton nämlich schon höre, dann heißt das nämlich, dass hier das Viech irgendwo in der Nähe ist. Kommt sie? Oh, die Tür zu. Was? Gut, dass wir gespeichert haben. Gut, dass wir gespeichert haben. Aber wo die hergekommen ist, ich meine, gut, sie sagte ja auch, was heißt sie, aber es stand ja auch da, man soll halt die Tür schließen, wenn man im Safe-Raum ist. So, jetzt nochmal kurz überlegen. Hier ist jetzt der Safe-Raum. Safe-Raum. Bekommen wir jetzt hier den Hauptflur wieder? So, das war der Raum. Das war jetzt der. Scheiße. Nein! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich kann nicht laufen. Ich befürchte fast, dass es nicht random ist, sondern dass es tatsächlich geskriptet ist. Das ist uns ja gerade eben schon erschienen. Hören wir erstmal zu. Deswegen sage ich ja, wir sollten uns einfach, wenn wir jetzt irgendwo nochmal losziehen, uns möglichst den nächsten Safe-Raum nochmal irgendwie merken, damit wir hier nochmal ganz notdürftig nochmal flüchten können, weil. Ich wollte eigentlich nur mal hier geguckt haben, ob das hier der Weg war zu dem Schloss. Na, hier war das der Weg zum Schloss. Hier ist das Blut. Dann ist die Tür mit dem Schloss.
Das Schlimme ist ja, bevor wir den anderen Schlüssel wieder irgendwo haben oder bis wir uns da wieder durchgekämpft haben, habe ich das sowieso schon wieder 30 Mal vergessen. Am liebsten will ich da gar nicht erst durchlaufen. Wir gehen das rechts runter. Das heißt, wenn wir jetzt hier durchmarschieren, müssten wir eigentlich wieder in dem langen Flur wieder landen. So, da können wir auch noch nichts machen. Ich suche mich gerade so. Achso, guck mal, hier sind wir wieder in dem Flur. Okay. Auch ein Taurus. Taurus-Türen. Hier ist noch eine Taurus-Tür. Ich weiß nicht, ob das die. Ne, hier waren wir schon dran. Wieder zumachen. Ich meine, hier war noch irgendwo eine Taurus-Tür. Da kann man nämlich hier hinten wieder raus. Da kann man wieder raus aus der Tür. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Zeit. Also wenn wir sie erstmal einmal aufgeweckt haben oder die uns verfolgt hat, dann ist erstmal Essig. Das müsste jetzt der Hauptflur sein. Das ist die Essensräume auf der Seite. Der Raum auf der Seite, da ist der Raum. So, hier war ja auch keine Taurus-Tür, ne? Die waren ja alles, glaube ich, nur auf der anderen Seite. Da kommen wir auch in den Raum rein, das bringt nichts. Auch gestuckt. Das Suche wieder los. Ah, wir können nochmal auf die andere Seite, aber da war auch nur der eine Raum. Das müssen, glaube ich, durch den Hauptraum wieder durch. Beziehungsweise hier können wir auch durch. Haben wir da gleich wieder links die Tür, sag mal? Ja, genau. Kommen wir nicht rüber. Also wir müssen einfach durch den vorderen Raum. Ja. So, und dann haben wir nämlich die Tür. Die Ares-Tür. Also das, was ich sagte. Wir müssen uns jetzt eigentlich mal so ein bisschen merken, wo immer diese einzelnen Türen sind. Also wo wir zum Beispiel so eine Tür tatsächlich im Rücken haben, falls wir verfolgt werden. Oh, hier können wir eigentlich gleich mal auflassen. Aber wo ging es hier nochmal lang? Ach, ich will... Nee, das ist immer noch der rechte Flur. Nee, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Weil da sind wir rein. Da hinten ist der Futterraum. Das müssten eigentlich hier lang. Und dann können wir hier den linken Bereich des Hauses nochmal unter die Lupe nehmen. Ich meine, hier waren nämlich auch nochmal entsprechend Türen. Hier müsste zu sein. Ja, genau. Es. Wollen eigentlich da nochmal rein. Jetzt geht das große Gesuche nämlich wieder los. Nach Räumen, die wir bis jetzt nämlich noch nicht wieder gefunden haben. Wir suchen wieder Taurus-Türen.
Oh, was heißt wieder? Wir suchen generell jetzt Taurus-Türen. Hier steht keine neue Nummer, ne? Ne. Tür ist blockiert. Aber was würde ich jetzt für eine Minimap geben? Was würde ich jetzt für eine Minimap geben? So, da ist rechts die Tür. Da kann man da durch die Tür kann man nicht durch. Da hinten war auch nichts. Vorne war jetzt nichts. Da ist die Tür, die Ares-Tür. Da ist der Hauptflur. Da ist der Essensflur mit dem Safe-Raum dahin. Wir gehen nochmal nach oben. Mach ich das mal auf hier. Was kann immer mal sein, dass hier... Dass in der Zwischenzeit nochmal irgendwie was gespawnt ist oder sowas. Wie wir es vorhin mit dem Safe hatten. Also ich meine nicht, dass der Safe von Anfang an da gewesen ist. Ihr könnt mich natürlich gerne berichtigen, aber ich habe den zumindest in der Dunkelheit nicht gesehen. Hätte uns ja auch nichts gebracht. Achso, guck mal, hier haben wir noch so ein Dokument. Wie oft ist das? Ich bin, glaube ich, einmal, ein oder zweimal bin ich seit der Pause, glaube ich, gestorben. einmal direkt gleich danach. So, alles sieht relativ normal aus auf den ersten Blick. Ein großes... altes, leeres Haus. Naja, leer ist es ja nicht. Aber, but why do I have that strange feeling of constantly being watched? Aber wieso habe ich dann das Gefühl, dieses komische Gefühl, dass wir ständig irgendwie beobachtet werden? Geht ja noch. Das sehe ich auch so. So, Notes, das haben wir alle schon. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt auf der Suche nach dem nächsten Schlüssel. Beziehungsweise nicht mal unbedingt nach dem nächsten Schlüssel, sondern... Gucken wir jetzt auch. Nee, doch nicht. Sondern wir sind jetzt auf der Suche nach einem weiteren Taunus. Nach einer weiteren Taunus-Tür. Der Mafiosi ist da. Schönen guten Tag. So, ich gehe nochmal nach oben. Vielleicht hat sich hier mittlerweile auch schon wieder eine Tür aufgetan. Glaube ich jetzt zwar nicht. Aber versuchen kann man es ja mal. Ja, wird die Tür dann auch nicht auf sein. Auch dafür werden wir einen Schlüssel brauchen. Noch mehr Schlüssel. Dann haben wir ein ganzes Schlüsselsortiment nachher. Wo waren die anderen? Es gab noch mindestens einen Taunusraum. Und ich schätze mal, in diesem dritten, oder naja, eigentlich wäre es ja eher der zweite Taunusraum. Ich meine, ich hatte mich an drei. Ich kann mich an drei Türen insgesamt erinnern. Das würde ja bedeuten, zwei haben wir schon geöffnet. Da wir schon zwei geöffnet haben, bleibt nur noch eine über. Und diese eine Tür, da wird wahrscheinlich der nächste Schlüssel drin sein, behaupte ich mal. Wir gehen auch die Räume leider nochmal ab. Aber die haben wir. Die haben eigentlich auch alle so weit durch. Vor allem, ich wüsste jetzt nicht, dass bei diesen ganzen Türen hier, dass da eine Omega-Tür bei war. Oder diese Taunus-Tür, die wir haben sollen. So, da links geht's, glaube ich, da links geht's wieder zum Hauptflur. Wir müssen, glaube ich, hier durch. Lassen wir mal auf. Auch abgeschlossen. Achso, das wird die. Ich sag ja, es ist immer massiv schwierig, sich zu. Also für mich ist es zumindest schwierig. Ach, hier haben wir noch eine Taunus-Tür. Ich wusste auch, irgendwo war noch eine dritte Tür. So. Einmal kurz gucken, wo wir flüchten können. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rausgehen, geradezu, ne? Da und dann nach links oder nach rechts?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nach rechts. Ach, ich gucke nochmal nach. Vorsichtshalber. Nicht, dass wir dann nachher wieder... Da müssen wir. Und dann nach links, ne? Also langsam geht's dann doch. Bis es dann nachher zur Stresssituation kommt. Wenn es nachher zur Stresssituation kommt, dann bin ich geliefert. Dann war es das wieder. Warte mal, was war das hier gerade? Achso, das war nur die Tür wahrscheinlich. Wo mir den Punkt anzeigt. Besser als nordische Socken. Du bringst mich auf eine Idee, Frank. Du bringst mich auf eine Idee.